Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Studierende, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu den Europagesprächen. Das Thema von heute lautet Europas Integration im Spannungsfeld von nationalstaatlicher Souveränität und gemeinschaftlicher Supranationalität. Das ist das Thema von heute. Europas Integration im Spannungsfeld von nationalstaatlicher Souveränität und gemeinschaftlicher Supranationalität. Wie habe ich mir diesen Vortrag heute vorgestellt zu halten? Ich möchte Ihnen zunächst einiges zu Begrifflichkeiten präsentieren. Nation, Staat und Nationalstaat, Staat und Souveränität, Souveränität und Supranationalität und Nationalismus. In weiterer Folge gehe ich ein auf die nationalstaatliche Entwicklung Europas im ausgehenden 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zeichen von Souveränität und Völkerrecht. Ein weiterer Punkt wird sich dann mit dem Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Souveränität und europäischer Supranationalität befassen. Eine folgende Darstellung auf Herausforderungen der Renationalisierung und die integrationspolitischen Reaktionen darauf. Hier gehe ich auf die Nachkriegszeit ein. Und schließlich kommen zwei weitere Punkte, die ich Ihnen darstellen werde. Die Europäische Union als ein Europäisierungsprojekt und Gegenmodell. Gegenmodell zur Renationalisierung sowohl auf innereuropäischer Ebene als auch auf nachbarschaftlicher und globaler Ebene. Und schließe dann in einem Fazit zur Europäischen Union, zur Bewahrung des Nationalstaats im Zeichen der Globalisierung. Einer der wenigen Politiker, meine Damen und Herren, mit europäischem Format in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts, der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, bemühte im Rahmen eines Beitrages zum Zustand der Europäischen Union den britischen Historiker Timothy Garton Ash. Timothy Garton Ash, den Sie hier sehen auf einem Bild anlässlich der Verleihung des Karlspreises an ihn, der Folgendes festgestellt hat: Europa sei ein, Zitat, facettenreicher, farbenprächtiger Flickenteppich, der nirgends auf Erden seinesgleichen findet. Zitat. Dieses Zitat hat Wolfgang Schäuble aufgegriffen und folgerichtig schließlich abgeleitet auch entsprechend Konsequenzen für Entscheidungen und Entscheidungsprozesse. Schäuble verwies auf einen weiteren Historiker, den Franzosen Jacques Le Goff, dem zufolge Europa, ich zitiere, ein langes Patienz-Geduldsspiel sei, was aber seinen Wert habe. Beide Zitate, meine Damen und Herren, der facettenreiche, farbenprächtige Flickenteppich zu Timothy Garton Ash und das lange Patience-Spiel, so Jacques Le Goff, zeigen auf sehr allgemeine, aber auch auf sehr unkonkrete Weise die Beziehungen zwischen den Nationen Europas und dem Einigungsgedanken Europas, beziehungsweise die Beziehungen zwischen mitgliedstaatlicher Souveränität und supranationaler Union. Und diesem Spannungsfeld möchte ich heute in diesem Vortrag nachgehen. Wir kommen zunächst zum begrifflichen Stichwort Nation. Das Wort Nation leitet sich aus dem lateinischen Natio ab und ist gleichbedeutend mit Art, Geburt, Natus, Geschlecht, Stamm und Volk. Soweit die geschichtlichen Grundbegriffe von Reinhard Koselleck, Fritz Schnitzer und Karl Ferdinand Werner und Bernd Schönemann in ihrem Beitrag über Volk, Nation, Nationalismus und Masse in den geschichtlichen Grundbegriffen von Reinhard Koselleck, Otto Brunner und Werner Conze. Aus diesem Begriff heraus entwickelten sich dann die Begriffe Staatsnation oder Volksnation. Nationen sind in der Geschichte Europas aber nur ein Baustein. Ältere und viel größere Bausteine waren Hegemonialreiche und Imperien. Die nationalstaatliche Entwicklung Europas ist geschichtlich ein noch relativ junger, allerdings anhaltender Trend. Wir stellen immer mehr Gründungen von Nationalstaaten fest. Historisch betrachtet waren jedoch Städte die ersten Gemeinwesen, gefolgt von den Regionen und ihrem Regionalismus, der mitunter auch in einen eigenen Nationalismus übergehen kann. Die Regionen sollten daher nicht unterschätzt werden,
was die jüngeren Beispiele Katalonien und Schottland mit Tendenzen von Separatismus und Sezessionismus zeigt. Kommen wir zum Thema Staat und Nationalstaat. Der Begriff Staat, meine Damen und Herren, stammt aus dem mittellateinischen Status und dem mittelhochdeutschen Wort Stand oder auch Zustand. Er bedeutet im universalgeschichtlichen Sinne eine über Jahrtausende sich herauskristallisierende Herrschaftsordnung für eine Bevölkerung auf abgegrenztem Gebiet mittels hoheitlicher Gewalt zur Wahrung gemeinsamer Güter und Werte. Dass der Staat nicht nur eine rechtliche Ausformung darstellte, sondern auch eine Machtformation, deren Akteure zur Erreichung des Staatszwecks handeln und zur Erreichung seiner Ziele auf spezielle Ressourcen, die Einnehmung von Steuern, zurückgreifen müssen und mit Blick auf die Necessitas, also die Notwendigkeit, die Ratio Status über das formale Recht stellten, war eine Erfahrung, die mit der Befassung der Konstitution des Heiligen Römischen Reiches und durch Erkenntnis auch seiner Unzulänglichkeiten gewonnen wurde. Mit den Nationsbildungen war zunächst eine vormoderne Staatsentwicklung im Sinne des später entstehenden modernen Territorial- und Nationalstaates in Europa verbunden. Der moderne Staat, meine Damen und Herren, als Interventionsstaat, als Sozialstaat, als Wohlfahrtsstaat, als Territorialstaat, hat als solcher sich mehr und mehr mit Selbstregulierungsfähigkeit und Steuerungsanspruch herauskristallisiert, woraus eben Tendenzen des Dirigismus und der Subventionspraxis entstanden. Mit Bürokratie, stehendem Heer und geschriebener Verfassung bildet sich also der Nationalstaat in Europa im Zeichen des sogenannten Absolutismus, wobei der Monarch nicht mehr allein entschied, sondern neben ihm auch eine eigene herrschaftliche Verwaltung entstand. Mit dem Merkantilismus trat der Staat als Handelsakteur und Wirtschaftslenker auf, im Zeichen von Industrialisierung und Modernisierung, auch im Zuge wachsender internationaler Handelsverflechtungen und grenzüberschreitender Kooperation schien der Nationalstaat das Medium zu sein, das geeignete Medium, das geeignete Mittel im Vergleich zu kleinräumigen, partikularen Einheiten des Heiligen Römischen Reiches. Staat und Souveränität. Nächster Punkt. Ausgehend vom Gedanken der Volkssouveränität entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts der Begriff der Staatssouveränität und beeinflusste die moderne Staatslehre wie auch das Selbstverständnis der Staaten, wobei zwischen äußerer und innerer Souveränität unterschieden wurde und bis heute auch weiterhin unterschieden wird. Souveränität bedeutet laut Definition der geschichtlichen Grundbegriffe die letzte Entscheidungsinstanz innerhalb eines Staates und die völlige Unabhängigkeit eines Staates nach außen. Der souveräne Staat repräsentiert in der Theorie wie in der Praxis die sich selbst bestimmende Nation, sei es eine Volksnation oder eine Staatsnation, als Volkssouverän oder Staatssouverän. Der österreichische Jurist und Staatsrechtswissenschaftler Georg Jelinek definierte Souveränität, ich zitiere, als Eigenschaft eines Staates, Kraft welcher er nur durch eigenen Willen rechtlich gebunden werden kann. Otto Hinze hingegen sprach von drei Typen von Staatlichkeit. Politisch betrachtet vom souveränen Machtstaat, binnen- und außenwirtschaftlich gesehen, vom Zitat relativ geschlossenen Handelsstaat und in juristischer wie konstitutioneller Sicht vom liberalen Rechts- und Verfassungsstaat. Soweit Otto Hinze, deutscher Historiker. Alle drei Komponenten zusammengesehen, der souveräne Machtstaat, der relativ geschlossene Handelsstaat und der liberale Rechts- und Verfassungsstaat, alle drei Komponenten zusammengedacht, würden umfassende Souveränität einem souveränen Nationalstaat ergeben. Gehen wir in die Gegenwart und beziehen uns auf Matthias Herdegen,
Bonner Europarechtler, Öffentlich-Rechtler und Völkerrechtler. Der Bonner Europarechtler, Öffentlich-Rechtler und Völkerrechtler Matthias Herdegen, bei ihm geht es, wenn wir von seinen Werken und von seinen Darstellungen ausgehen, bei der Souveränität im Kern, ich zitiere Herdegen, um die umfassende und selbstbestimmte Hoheitsgewalt im Rahmen des staatlichen Herrschaftsverbandes nach innen und außen und der Ausgrenzung konkurrierender, nichtstaatlicher und fremder Gewalt. Zitat Ende. Nach innen gezielt handelt es sich um die innere Ordnung und die Ausrichtung des Staatswesens und nach außen um die Eigenständigkeit in der Gestaltung der internationalen Beziehungen als Freiheit von Fremdbestimmung. Soweit hergehen. Ausgehend von der Charta der Vereinten Nationen, der UNO, von 1945, mit ihrem Grundsatz, ich zitiere, der souveränen Gleichheit der Staaten, werden die freie Entscheidung über die innere politische und wirtschaftliche Ordnung, das Interventionsverbot und die territoriale Unversehrtheit abgeleitet, aus der sich ein Bündel an Hoheitsrechten ableitet, Gebietshoheit, Personalhoheit etc., die die Selbstbestimmung des Staates nach innen und außen ermöglichen soll. Aus dem Interventionsverbot ergibt sich laut UNO-Charta auch zwingend das Gewaltverbot. Souveränität ist laut Herdegen im modernen Sinn jedoch anders als die klassische Vorstellung von nationalstaatlicher Souveränität, nämlich flexibler, entwicklungsfähiger, evolutiv, anpassungs-, aber zum Teil auch wiederum beharrungsfähig. Nach wie vor gilt, laut Herdegen, eine Souveränitätsverletzung als ein Delikt ausgehend vom Völkerrecht. Ich zitiere weiter: Eine Teilsouveränität oder eine geteilte Souveränität ist an sich ein Widerspruch in sich. Weil die Souveränität versteht sich als ungeteilt, als umfassend. Jedoch ist diese Vorstellung mit der heutigen und mit der modernen Staatenwelt, mit der Entwicklung seit 1945, kaum mehr kompatibel. Und vor allen Dingen im Verhältnis der EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Union entsprechend neu zu denken. Souveränität und Supranationalität. Wie geht das nun zusammen? Der Begriff Supranationalität aus dem Lateinischen supra, über und natio, Volk bzw. Staat, also Überstaatlichkeit, ist wie Souveränität auch ein Begriff des Völkerrechts. Supranationalität wird synonym, also gleichbedeutend, mit Überstaatlichkeit zeichnet und meint eine Ebene über der Nation, eine Ebene über den Staat, eine Ebene über den Nationalstaat. Supranationalität bedeutet die Verlagerung rechtlicher Zuständigkeiten von der nationalstaatlichen auf eine höhere, übernationale Ebene, eben einer überstaatlichen Organisation. Auf dieser höheren Ebene können in entsprechenden Institutionen und Organen auch durch verbindliche Mehrheitsbeschlüsse Entscheidungen getroffen werden, auch wenn nicht alle Mitglieder zustimmen. Und das ist im Grunde der Kern von Supranationalität. Mehrheitsentscheidungen, Mehrheitsabstimmungen in überstaatlichen Organisationen. Das heißt, der Unterlegene in einer Mehrheitsabstimmung muss den Entscheid akzeptieren. Und das sind aber ganz aktuelle Problematik, die wir haben, wenn Sie nach Polen schauen und nach Ungarn. Und das ist der Hintergrund auch der Motivation, diesen Vortrag zu halten und Ihnen eine Einführung zu bieten. Die supranationale Methode geht über die einfache Kooperation von Staaten, über die einfache Zusammenarbeit von Regierungen weit hinaus, der sich einzelne Mitglieder im Grunde, im Kern nicht mehr entziehen können. Zwischenstaatliche Kooperation nennen die Politikwissenschaftler Intergouvernementalismus zwischen Regierungen, Intergouvernementalismus. In der Integrationstheorie, in der Praxis der Europäischen Union sprechen wir aber über weit mehr als Intergouvernementalismus, nämlich über Supranationalität. Nun kommt aber ein interessanter Kollege ins Spiel, der bisher von der Forschung kaum beachtet worden ist. Dieser Herr,
Karl Eckhard Heinz. Er ist Bonner Rechts- und Verfassungstheoretiker und er unterscheidet zwischen mandatierter und delegierter Supranationalität. Das heißt, um zwei verschiedene Arten von Kompetenzübertragung. Kompetenzübertragungen einerseits von Teilstaaten oder Staaten an einen Bundesstaat und solche Kompetenzübertragungen an eine supranationale Gemeinschaft. Der Bundesstaat erhält von Mitgliedstaaten abgeleitete Befugnisse durch Mandatierung. Ein Bundesstaat mit Staatscharakter könne ausgehend davon immer unabhängig Entscheidungen treffen und Souveränität auf internationaler Ebene wahrnehmen. Der Bundesstaat, so Heinz, sei gegenüber den Mandatsgebern verantwortlich, aber weder an Weisungen der Befugnisgebenden gebunden, noch unter deren Kontrolle stehend. Die europäischen Gemeinschaften, die Europäische Union, würden laut Karl Eckhard Heinz dagegen nur delegative Befugnisse von den Mitgliedstaaten enthalten, denn, ich zitiere Heinz, es wäre undenkbar, dass die Mitgliedstaaten bei der Übertragung von staatlichen an die strikte Wahrung von Grundrechten gebundenen Befugnisse auf eine Kontrolle der Ausübung dieser Befugnisse hätten verzichten dürfen. Die Mitgliedstaaten erlangten durch delegative Befugnisübertragung Kontrollbefugnisse, die jeder von ihnen selbstständig bei der Prüfung eines Entscheidungsvorschlags der Kommission ausüben kann. Zitat Ende. Das sind zwei ganz unterschiedliche Formen von hoheitsrechtlichen Übertragungen. Der Bundesstaat mit Staatscharakter erhält von Mitgliedstaaten abgeleitete Befugnisse durch Mandatierung mit unabhängigem Entscheidungsrecht und Wahrnehmung seiner Souveränität auf internationaler Ebene. Bei den europäischen Gemeinschaften, bei der EU, haben nur laut Heinz delegative Befugnisse von den Mitgliedstaaten weitergegeben und diese die Europäische Union entsprechend enthalten, ohne Verzicht der Mitgliedstaaten auf Kontrolle der Ausübung dieser Befugnisse. Das heißt, Mitgliedstaaten erlangen durch Delegierung Befugnisübertragung und Kontrollbefugnisse, die jeder von ihnen selbstständig bei der Prüfung eines Entscheidungsvorschlags der Kommission ausüben kann. Was in letzter Konsequenz heißt, dass die Mitgliedstaaten einmal abgetretene, einmal delegierte Kompetenzen wieder sich zurückholen. Und diese Logik ist natürlich fundamental entgegengesetzt der Integrationstheorie und der Perspektive der Brüsseler Institution. Sie gehen davon aus, einmal abgetretene Kompetenzen, einmal abgegebene Kompetenzen werden Gemeinschaftsrecht, werden EU-Recht und sind damit gegeben, abgegeben und vorbei ist es. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Vorstellung, die Herr Heinz vertritt, nicht vertreten werden von Supranationalisten, von Integrationisten, von jenen, die für die überstaatliche Integration eintreten. Vergessen wir aber nicht ein Thema, das uns auch noch begegnen wird, einmal der Nationalismus und dann natürlich auch noch Tendenzen der Renationalisierung, auf die ich auch eingehen werden muss. Zunächst noch verschiedene Charakterisierungen zu den Typologien des Nationalismus, der nach wie vor existiert, trotz aller Supranationalität, trotz aller übergreifenden Konstruktionen. Der Nationalismus, meine Damen und Herren, stellt eine Weltanschauung dar, die den Gedanken der eigenen Nation und des auf ihr gegründeten oder noch zu gründenden Nationalstaats forciert, nach innen fundiert und mitunter militant nach außen exekutiert. Die Ausgangslagen unterscheiden sich je nach ethnischen, historischen, kulturellen, politischen, sprachlichen und territorialen Konstellationen. Wichtig sind dem Nationalismus die Geschichte, die Originalität der eigenen Nation, ihre Tradition, ihre Ursprünglichkeit, Mythen, die Bewährungsproben, Gefahrenabwehr, Heldenerzählung, aber auch Niederlage, auch aus Niederlage, der letzte Stoff für Nationen, Nationalismus, aber auch Religion, Glaubensbekenntnisse, Nationalkirche, die eigene Sprache, Nationalliteratur, Nationalsprache und das Territorium mit der Beschwörung der Heiligkeit der Grenzen und die Geschlossenheit der Bürger, die Unteilbarkeit der Nation. Zusammenfassend sind Kennzeichen
des modernen Nationalismus die Idee der Volkssouveränität, das Selbstbestimmungsrecht des Volkes, die Verabsolutierung nationaler Interessen, bis hin zur Verfolgung auch, bis hin zur Unterdrückung von Minderheiten, bis hin zur Assimilation oder Vertreibung oder gar zur Vernichtung, Genozide. Selbstbewusstsein, Überhebung, die Geringschätzung anderer Nationen, bis hin zu Ethnozentrismus, Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, Aggression, Expansion nach außen. Alles sind Elemente und Formen in der radikalen Form des Nationalismus. Es wird in der Forschung unterschieden zwischen verschiedenen Typen, dem modernen Nationalismus, dem antirevolutionären, dem traditionellen, dem konservativen, dem ethnischen, dem imperialistischen oder auch dem völkisch-rassistischen Nationalismus. Das sind also verschiedene Elemente, die man hierbei sehen muss. Kennzeichen des modernen Nationalismus, die sich ja auf dieser Folie nochmal dargestellt sehen, unter verschiedenen Typen, antirevolutionär, traditionell, konservativ, etatistisch, ethnisch, imperialistisch, völkisch, rassistisch. Kommen wir aber nun zur nationalstaatlichen Entwicklung Europas im ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zeichen von Souveränität und Völkerrecht. Kommen wieder zunächst zu Georg Jelinek, dem österreichischen Staatsrechtler, der in seiner allgemeinen Staatslehre von 1900 die sogenannte Drei-Elementen-Lehre entwickelt hat, nach der zur Anerkennung eines Staates als Völkerrechtssubjekt drei Merkmale entscheidend sind: Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Als Völkerrechtssubjekt in der Staat mit anderen Staaten rechtlich bindende Verbindungen ein, woraus sich auch im Sinn der normativen Kraft des Faktischen, so ein schönes Zitat, ein schönes Wort von Jelinek, die normative Kraft des Faktischen, neue Abhängigkeiten durch rechtliche Bindungen sich ergeben, was auch die Lehre vom Völkerrecht zu verwissenschaftlichen Versuchen wird. Wenn Jelinek sagt, sobald ein Staat sich souverän deklariert und definiert, und er geht vertragliche Verbindungen an mit anderen Staaten, verliert der Staat einen Teil seiner Souveränität, weil er neue Verpflichtungen eingehen muss, weil er neue Bindungen eingeht. Insofern ist dieses Konstrukt, ja, dieses Dogma von der Souveränität schon zu relativieren, wenn der sogenannte klassische souveräne Nationalstaat vertragliche Verbindungen eingeht. Sei es nur, dass er einen Handelsvertrag mit einem Drittstaat spricht, wir reden noch gar nicht von der Mitgliedschaft in internationalen Konventionen, gar nicht zu reden von supranationalen Organisationen. Nach dem Ersten Weltkrieg, meine Damen und Herren, müssen wir auf diesen Herrn hier verweisen, nämlich den amerikanischen Präsidenten und Demokraten Woodrow Wilson. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die völkerrechtliche Beschränkung der staatlichen Souveränität mehr und mehr erwogen, obwohl der amerikanische Präsident Woodrow Wilson die Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker, the right of self-determination, propagierte. Daneben bestand aber auch die Hoffnung, dem Völkerrecht eine vom Staat losgelöste und von seiner Zustimmung unabhängige, übergeordnete Rechtsordnung zuzuweisen. Sie wissen, dass Wilson mit seinen berühmten 14 Punkten 1918 noch während des Krieges eine ganze Reihe von Postulaten proklamiert hat, Freiheit der Lehre, aber auch Abschaffung der Geheimdiplomatie, also offene Diplomatie, keine Geheimverträge, aber auch das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Woodrow Wilson ist im Grunde der Ideengeber für eine überstaatliche Organisation gewesen, den Völkerbund, der mit den Friedensverträgen der Pariser Nachkriegsordnung etabliert und installiert wurde. Das Schicksal aber meinte es nicht gut mit Woodrow Wilson. Der amerikanische Kongress hat abgelehnt, die Friedensverträge von Paris, die Nachkriegsordnung für Europa, nicht zu ratifizieren, hat sie abgelehnt zu ratifizieren, hat sie also verworfen, und die USA wurden auch nicht Mitglied des Völkerbundes. Also Woodrow Wilson scheitert grandios mit seinen idealistischen Ideen und Plänen. Und das ist der große Unterschied zur Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Vereinigten Staaten von Amerika wieder eine Idee entwickeln, die Vereinten Nationen aus der Taufe zu heben und Gründungsmitglied der Vereinten Nationen werden, was sie 1920 nicht im Völkerbund gewesen sind. Ich komme noch auf einen anderen österreichischen Rechtsgelehrten zu sprechen,
nicht aus irgendeinem falsch verstandenen Patriotismus, sondern weil es sich um Hans Kelsen, um einen der bedeutendsten Rechtsgelehrten handelt, wie er global auch in einer Monographie von Thomas Kolechowski bezeichnet wird. Hans Kelsen, wie Sie ihn hier sehen, Rechtswissenschaftler, der in Wien, in Prag, in Köln und in den USA gelehrt hat, hoffte darauf, dass ich zitiere, mit der Überwindung des Dogmas von der Souveränität des Einzelstaates die Existenz einer objektiven, von aller Anerkennung unabhängigen, über den Einzelstaaten stehenden Völker- und Weltrechtsordnung einer Civitas Maxima durchsetzen werde. Die Theorie der Staatssouveränität war Kelsen zufolge eine Duplizität imperialistischer Denk- und Machtstaatsstrukturen, denen die Vorrangigkeit des Völkerrechts und eine Weltfriedensordnung entgegenzusetzen war. Kelsen sagt, das Völkerrecht steht über der nationalstaatlichen Souveränität. Das Völkerrecht ist wichtiger als der nationalstaatliche Souveränitätsgedanke. Die Weltfriedensordnung steht über der nationalstaatlichen Souveränitätsvorstellung. Kelsen lehnte die Beschwörung der Notwendigkeit nationalstaatlicher Souveränitätserfordernisse entschieden ab und erblickte eine ganz andere Notwendigkeit. Ich zitiere: Die Souveränitätsvorstellung freilich muss radikal verdrängt werden. Diese Revolutionierung unseres Kulturbewusstseins tut vor allem Not, Zitat Ende. Seine Forderungen jedoch sollten sich nicht realisieren lassen. Die Organisation der internationalen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg mit der League of Nations, also dem Völkerbund oder Société des Nations und einem ständigen internationalen Gerichtshof 1922 waren erste Anzeichen von diesen überstaatlichen, supranationalen Ideen. Doch Völkerbund und ständiger internationaler Gerichtshof konnten nicht verhindern, dass in Zeiten der Weltwirtschaftskrise der Radikalisierung des europäischen Nationalismus mit der Verschärfung des politischen Klimas der Zusammenbruch des internationalen Staatensystems in den Jahren 1939 bis 1941 erfolgte. Hier ein kurzer Blick auf den Völkerbundpalast in Genf mit der Kugel an der rechten Seite in Erinnerung an den Initiator, den US-Präsidenten Wilson. Die Idee, wie gesagt, konnte sich nicht durchsetzen. Sie scheitert an den Entwicklungen und Geschehnissen im Zuge der Ende der 30er Jahre. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurde auch der Völkerbund zu Grabe getragen. Er erlischt im Jahre 1946 formell. Ein Jahr zuvor sind die Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden. Ich komme nun zum Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Souveränität und europäischer Supranationalität. Was lässt sich nun zur Beziehung von staatlicher Souveränität, Nationalstaat auf der einen Seite, und europäischer Supranationalität festhalten? Da ist eine Menge noch zu sagen. Die Europäische Union, meine Damen und Herren, ist rechtlich konstruiert. Sie ist rechtlich verfasst. Sie bildet eine Rechtsgemeinschaft und eine Rechtsunion. Sie ist eine juristische Person für die Mitgliedstaaten, Zuordnungsobjekt und seit dem Vertrag von Lissabon in Kraft seit dem 1. Dezember 2009 auch eine internationale Rechtspersönlichkeit, eine Legal Personality und damit auch Referenzort für die äußere Staatengemeinschaft der Welt. Über allem standen bei der Gründungsidee der europäischen Gemeinschaften, wir reden jetzt von der Montanunion, die 1952 als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet wurde, lediglich 6 Mitglieder waren es, die Bundesrepublik Deutschland, die Benelux-Staaten, Frankreich und Italien. Am Beginn dieser Entwicklung stand die allgemeingültige Einsicht nach einem verheerenden und zerstörerischen Krieg und der daraus erwachsenen Erkenntnis wenigstens eines Teils der Europäer und der Westeuropäer, dass diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl sich als eine Friedensgemeinschaft versteht. Und Friedensgemeinschaft hieß laut UNO-Charta Gewaltverbot. Und es hieß letztlich auch implizit den Verzicht auf das Kriegsführungsrecht, das als Teil des Nationalstaates, als Teil nationalstaatlicher Souveränität festgeschrieben galt. Kriegsführungsrecht.
Teil nationalstaatlicher Souveränität. Darauf wurde implizit verzichtet. Diese Absage an das Jus ad bellum, das Kriegsführungsrecht, bedeutete auch gleichzeitig den Abschied vom Recht des Stärkeren innerhalb der Gemeinschaft. Die Autonomie, meine Damen und Herren, des Unionsrechts geht also auf den Pariser Vertrag der Kohle- und Stahlgemeinschaft zurück, der 1951 unterschrieben und 1952 in Kraft getreten ist. Über die römischen Verträge, über Atom- und Wirtschaftsgemeinschaft entwickelte sich dieses Europa durch Konstituierung auch von Hoheitsgewalt auf überstaatlicher Ebene. Wobei sich die Frage stellt, ob sie sich vom Staatsrecht, diese überstaatliche Gemeinschaft, sich vom Staatsrecht abgelöst hat oder ihr Geltungsgrund noch auf staatliches Recht zurückgeht. Sie haben das Beispiel bei der Unionsbürgerschaft. Auf Ihrem Pass wird auch wie bei meinen oben stehen Europäische Union und darunter steht Republik Österreich. Bei Ihnen stehen Deutschland, Bundesrepublik Deutschland. Das erweckt den Eindruck, dass die Staatsbürgerschaft der Republik Österreich abgeleitet ist von der Europäischen Union. Dem ist aber nicht so. Die Unionsbürgerschaft, die Sie alle hier haben, als Bürger der Europäischen Union, wird nach wie vor abgeleitet vom Staatsbürgerrecht. In diesem Fall sehen Sie, dass also sich die Unionsbürgerschaft noch nicht vom Staatsrecht abgelöst hat. Der Geltungsgrund der Unionsbürgerschaft basiert nach wie vor auf staatlichem Recht. Als Bürger, als Staatsbürger Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland, sind Sie auch Unionsbürger. Sie sind nicht deutsche Staatsbürger aufgrund des Unionsbürgerschaftsrechts. Sie sehen, hier haben wir schon einen interessanten Fall, wo das sich nicht so eindeutig erweist im Sinne von Supranationalität. Jedoch der gemeinsame Rechtsbestand, das Unionsrecht von heute, entwickelt sich zu einer eigenständigen Rechtsordnung. Es ergab sich, wie es scheint, nicht aufgrund eines expliziten Mandats oder einer förmlichen Delegierung an den EuGH, hier sind wir bei Kategorie 1, sondern im Gegensatz, laut dem Münchner Historiker Kieran Klaus Plantel, war es ein komplizierter Aushandlungsprozess in ganz spezifischen Konstellationen, bei denen verschiedene Akteure, Institutionen, Gesellschaft und Rechtswissenschaften involviert waren. Die Vorrangigkeit des Gemeinschafts- und Unionsrechts, also die Suprematie, die Vorrangigkeit des Gemeinschafts- und Unionsrechts gegenüber dem nationalen Recht, ist im Laufe der Integrationsgeschichte durch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ganz maßgeblich argumentiert, begründet und umgesetzt worden, repräsentiert durch den EuGH in Luxemburg und verkörpert, wobei sich laut dem Kollegen Hans-Christian Röhl sich fragt, warum dieser revolutionäre Akt nicht auf deutlichere Gegenwehr, jedenfalls aber auf größere Resonanz gestoßen sei, weil der Eindruck sich aufdrängt, dass dieser Entwicklungsprozess so allmählich ganz still und leise im Hintergrund abgespielt hat, ohne großes Tamtam und ohne große Glocken zu läuten. Woran liegt das, dass dieser revolutionäre Akt der Vorrangigkeit des Gemeinschafts- und Unionsrechts vor dem nationalstaatlichen Recht sich, wenn man so will, so abgespielt hat, dass man weder deutliche Gegenwehr noch größere Resonanz vernehmen konnte? Gemeint sind die Mitgliedstaaten. Warum haben sich das die Mitgliedstaaten eigentlich gefallen lassen, bieten müssen, diesen Revolutionären? Offenbar lag das daran, dass die Bindungswirkung des Rechts in anderen Mitgliedsländern weniger unmittelbar empfunden wurde als zum Beispiel in Deutschland. Denn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Kernthese des Europäischen Gerichtshofs von der Autonomie des Unionsrechts nicht einfach hinweg, aber den Weg auch gleichzeitig beschreitbar gemacht gegen den gemeinsamen Rechtsbestand der EU, Zitat, nur im Extremfall anzuwendende Vorbehalte zu artikulieren. Das ist geschehen. Durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, einmal gegen den Vertrag von Maastricht und einmal zuletzt auch gegen den Vertrag von Lissabon, wo man die Frage der Kompatibilität mit den
Grundsätzen des Grundgesetzes zur Diskussion gestellt hat. Letztlich hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auch dann mit diesen Vorbehalten die Vorrangigkeit des Gemeinschafts- und Unionsrechts vor dem staatlichen Recht akzeptiert. Fortan gilt es aber auch zu unterscheiden. Es gibt nämlich ausschließliche, geteilte und sich überschneidende Zuständigkeiten zwischen EU und Mitgliedstaaten und auch Schutzklauseln zum Vorteil der Souveränität der Mitgliedstaaten. So gibt es funktionale Kompetenzen als Spezifikum der EU-Verfassungsordnung und Kompetenzschranken zu Lasten der Mitgliedstaaten zum primären Unionsrecht. Also wir müssen sehen, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Kernthese des EuGH von der Autonomie, sprich Vorrangigkeit, Priorität des Unionsrechts, nicht einfach hingenommen hat, sondern mit gewissen Vorbehalten zur Kenntnis genommen hat, also sich immer die Möglichkeit vorbehalten hat, gegen den einen oder anderen neuen Vertrag auch Vorbehalte, Einwände zu äußern. Letztlich aber hat sich das Unionsrecht immer wieder behaupten können. Wenn Sie sich also anschauen, es gibt verschiedene Kompetenzen, wie schon erwähnt, nämlich geteilte, ausschließliche und überschneidende, das ist auch das Schwierige zum Verständnis, wie diese Europäische Union funktioniert, wie das Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer Union funktioniert. Fakt ist, die Aufgabenstellungen für die Europäische Union haben sich mehr und mehr erweitert. Die Agenda wurde immer umfassender und das hat auch den EuGH dazu bewegt, immer stärker entsprechende Kompetenzen für die Union, für die Gemeinschaften zu reklamieren. Die Reaktionen der Mitgliedstaaten auf die Erschließung von neuen EU-Kompetenzen durch den EuGH in seiner Rechtsprechung sind unterschiedlich und bemerkenswert. Zuweilen wird einerseits aus innenpolitischen, aus parteipolitischen oder wahltaktischen Opportunitätserwägungen Kritik an einzelnen Urteilen des EuGH geäußert und dies auch Ausdruck wachsenden Unbehagens artikuliert. Großbritannien wäre ein schönes Beispiel. Wo Rückverlagerungen von EU-Kompetenzen auf die Mitgliedsebene geprüft werden, aber auch die dabei entstehenden Schwierigkeiten evident werden. Die Mitgliedstaaten haben sich in einer Vielzahl von Fällen damit abgefunden, damit begnügt, Kompetenzen, die der EuGH der EU zugewiesen hatte, bei Vertragsänderungen dann auch zu kodifizieren und fallweise eigenständigen staatlichen Verfahren zu unterstellen. Die Mitgliedstaaten haben, meine Damen und Herren, im Regelfall verzichtet, den EuGH zu korrigieren oder gar zurechtzuweisen und die Vertragsveränderungen in der nationalen Rechtsprechung nachvollzogen. Die innerstaatliche Beteiligung am europäischen Integrationsprozess ist gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten so weit vorangeschritten, wobei sowohl die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie ihre Prüfung als auch Schutzklauseln zugunsten der Mitgliedstaaten weiterhin rechtsgültig fortbestehen. Ausgehend von den wenigen Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs einsetzenden revolutionären Akt einer fundamentalen, supranationalen Paradigmenveränderung zeichnen sich im Laufe der weiteren Entwicklung der Gemeinschaften auf drei Politikfeldern diese Kompetenzübertragung deutlich ab. Erstens können wir das betrachten für die gemeinsame Außenhandelspolitik. Die gemeinsame Außenhandelspolitik beseitigte ab Ende der 60er und Beginn der 70er Jahre die nationale Außenzollpolitik und bewirkte folglich die Errichtung eines einheitlichen und gemeinsamen Außenzolltarifs. Die Europäische Union betreibt eine gemeinsame Außenhandelspolitik. Die nationalen Außenzölle sind beseitigt. Die Binnenzölle wurden schon 1968 durch eine Zollunion. Diese Entwicklung machte es ebenso schwierig und hürdenreich für das Vereinigte Königreich, für Großbritannien, mit seinen Commonwealths, seinen Dominions und den Terms of Trade, seine speziellen Handelsbeziehungen, von Anfang an der EWE anzugehören. Das ist eine der Vorgeschichten des Brexit. Die Briten wurden nicht Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, weil diese eine gemeinsame Außenhandelszollpolitik
Politik definiert hat. Die wollten die Briten nicht übernehmen. Sie wollten ihre speziellen Außenzölle mit den Dominions beibehalten. Zweitens die Zollunion, die ich schon erwähnt habe, aber dann schließlich der Binnenmarkt von 1993. Der Binnenmarkt und vorausgehend die Zollunion führten zur Abschaffung der Binnenzölle. Und das war der Durchbruch für den freien Verkehr von Dienstleistungen, Gütern, Kapital und Personen. Und das war damit auch das Ende der innereuropäischen Zollpolitik. Und mit Schengen der Wegfall der innergemeinschaftlichen Grenzkontrollen, wenngleich wir sagen müssen, dass die jederzeit wieder eingeführt werden können. Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Hier behält sich der Staat die Kompetenz vor, im entscheidenden Falle können wir die Grenzkontrollen wieder einführen. Ja, das hat Dänemark gemacht im Jahr 2015, Stichwort Flüchtlingskrise. Das hat Italien gemacht unter Berlusconi, Stichwort G8-Gipfel in Genua, und es drohten Demonstranten aus ganz Nord- und Mitteleuropa nach Italien zu gehen, Kontrollen am Brenner. Hier haben Sie das Beispiel, wo die nationalstaatliche Souveränität greift und man setzt die Schengen-Bestimmungen aus, führt wieder Grenzkontrollen ein. Der wichtigste Punkt, meine Damen und Herren, ist der dritte, der hier steht, die Einführung einer europäischen Einheitswährung. Buchgeld 1999, Einführung Euro 2002. Und Schaffung einer europäischen Zentralbank, das hat es noch nie gegeben in der Geschichte Europas, eine europäische Zentralbank, die alle nationalen Notenbanken übertrifft und sie praktisch zwingt zur Unterordnung. Die Deutsche Bundesbank verliert ihren Stellenwert, ihre Position, die sie innehatte, dominant in den 70er, 80er und zum Teil auch in den 90er Jahren. Durch die europäische Einheitswährung Euro kommt es zu einem Bedeutungsverlust der nationalen Notenbanken und damit wurde auch natürlich das Verzicht auf die eigene Münzprägung. Das war übrigens früher ein Königsrecht, ein Regal. Der Monarch hat bestimmt, welche und wie viele Münzen zu prägen sind. Das war ein Element nationalstaatlicher Souveränität. Der Verlust der nationalen Währungssouveränität, meine Damen und Herren, ist ein wichtiger Punkt, den wir hier auch erwähnen müssen. Ich komme aber noch auf einiges zu sprechen, was die Kehrseite der Medaille zeigt. Historisch bleibt zu fragen, wie sich die bisherigen Kompetenzverlagerungen und Kompetenzübertragungen auf die gemeinschaftliche Unionsebene erklären. Warum ist das denn geschehen? Das ist die entscheidende Frage, die man als Historiker stellen muss. Sie sind meines Erachtens nach vor dem Hintergrund der Folgen des Zweiten Weltkrieges zu verstehen, wo die Nationalstaaten Europas geschwächt waren, am Boden waren, abhängig waren von ausländischer Hilfe, Stichwort amerikanischer Wirtschaftshilfe, Marshallplan. Sie sind geprägt von der Machtverlusterfahrung des Nationalstaates im Zuge von zwei verlorenen Weltkriegen. Nicht nur die Deutschen haben diese beiden Weltkriege verloren. Auch andere Staaten waren Verlierer oder haben so viele Verluste hinnehmen müssen, dass sie trotz ihrer theoretischen nationalstaatlichen Souveränität ähnlich am Boden waren wie die Deutschen, die überhaupt keine Souveränität mehr nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Hinzu kommt aber auch sicher das Ende des Kalten Krieges, eine gesteigerte neue Form von Globalisierung und damit ein verstärkter internationaler Wettbewerb, neue Regionalmächte auf der Erdkugel mit neuen Wirtschaftsräumen. Und all das hat auch den Druck auf Nationalstaaten, auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union erzeugt. Und wenn Sie sich einmal anschauen, die internationale Architektur im Unterschied vor und nach 1989, werden Sie feststellen, vor 89 gab es die EG. Die heißt dann EU und hat ganz andere Kompetenzen. Vorher gab es die NATO als Verteidigungsbündnis. Seit 1999 ist es auch ein Interventionsbündnis geworden. Denken Sie an Kosovo. Denken Sie an Kosovo, 1999. Aus GATT, dem General Agreement on Tariffs and Trade, Handelsvereinbarung, wird eine Organisation, WTO, 1994 in Genf, World Trade Organization. Aus KSZE, einem Konferenzmechanismus, wird OSZE, wieder eine Organisation. Das heißt, die Architektur, die internationale Architektur, verändert sich. Und dennoch gibt es festzustellen den Faktor der Renationalisierung. Und die kommt immer wieder auf in Form von Wellen und wendet sich gegen die Gemeinschaftsmethode, gegen Supranationalität. Ich habe mir das mal überlegt und komme auf
insgesamt 6 Wellen der Renationalisierung, die man immer auch im Zusammenhang sehen muss mit Integrationstendenzen, mit Integrationsschritten. Die erste Welle kann man schon Mitte der 50er Jahre greifen. Charles de Gaulle in Frankreich hat schon seine liebe Mühe mit dem Schumann-Plan und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Der aufkommende Gaullismus in Kombination mit den französischen Kommunisten führt zum Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1954. Es gibt keine Mehrheit in der französischen Nationalversammlung für eine Europa-Armee. De Gaulle noch in Opposition, aber im Parlament vertreten durch seine Parlamentarier und Kommunisten zusammen sagen, nein, keine Europa-Armee. Die Gegenreaktion war der Schwenk zur Wirtschaftsintegration mit den römischen Verträgen 1957. Eine zweite Welle, wieder De Gaulle, wieder Frankreich. Nicht nur die Ablehnung des britischen EWG-Beitritts 1963, De Gaulle zieht seinen Vertreter aus dem Rat, den Ministerrat der EWG, ab, weil er Mehrheitsentscheidungen nicht hinnehmen will. Die Mehrheitsentscheidungen wären vorgesehen gewesen, also Supranationalität, Mehrheitsentscheidungen wären vorgesehen gewesen, laut römischen Verträgen, an einem gewissen Übergangsschluss. De Gaulle sagt nein und zieht seinen Vertreter ab. Wir haben die Politik des leeren Stuhls, La Chaise Vide, Empty Chair Policy, und De Gaulle ist erst bereit, seinen Vertreter wieder zurückzuschicken, wenn das Vetorecht im Falle nationaler Interessen weiter gelten kann, also das Einstimmigkeitsprinzip. Und damit verschiebt sich die Verlagerung von staatlichen Kompetenzen auf die Gemeinschaftsebene um 2 Jahrzehnte. Vertagung von supranationaler Politik, deutsch-französischer Bilateralismus, Élysée-Vertrag und Walter Hallstein, ein Verfechter eines Überstaates, eines europäischen Bundesstaates, muss resigniert zurücktreten 1967 und dem Diktat de Gaulle praktisch folgen. Eine dritte Renationalisierungswelle, wenn Sie mich fragen, ist mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs verbunden. Es ist nicht so, dass die heile Welt ausgebrochen ist. Der Friede auf Erden mit 1989, ganz im Gegenteil. 1989 hat eine ganze Reihe von Renationalisierungen ausgelöst. Mit der Öffnung des Ostens, der deutschen Einigung, wurde dieser Vorgang, diese Vorgänge als Stabilitätskrise in Europa wahrgenommen. Die Lösung war dann der Vertrag von Maastricht. Einbindung des neuen, größer gewordenen Deutschlands in eine stärkere Union, die EU, stärkere Einbindung des deutschen Potenzials, aber die mittelosteuropäischen Staaten blieben alle außen vor. Sie mussten noch 15 Jahre warten, bis sie Mitglied werden konnten, der Europäischen Union, 89, 2004, Rumänien und Bulgarien erst 2007. Das heißt, die bittere Transformationserfahrung dieser Länder, die lange Wartezeiten auf den EU-Beitritt, führten zu Renationalisierung in Mittel- und Osteuropa. Ich muss Ihnen gar nicht die Ministerpräsidenten in einzelnen Ländern nennen, die für diesen Trend nationalstaatliche Souveränität vorrangig vor Gemeinschaftsniveau stehen. Eine vierte Welle der Renationalisierung ist mit den einzelnen Volksabstimmungen verbunden über diverse Unionsverträge. Nizza wurde zweimal abgelehnt wurde einmal abgelehnt von den Iren, ein zweites Mal haben die Iren auch den Lissabon-Vertrag abgelehnt. In Frankreich und den Niederlanden wurde der Verfassungsvertrag, der eine Konstitutionalisierung der Europäischen Union vorsah, abgelehnt im Mai und Juni 2005. Bis heute gibt es keinen neuen Unionsvertrag. Das heißt, wir stehen auf dem Stand von 2009. Warum, das werden wir diskutieren. Das hängt natürlich damit auch zusammen, dass sich die Elektorate verändert haben, die politischen Konstellationen in den Ländern, die parteipolitischen Konstellationen haben sich verschoben. Schauen Sie sich nur Deutschland an. Wir haben 2 größere und 2 kleinere Mittelparteien. 3 versuchen jetzt eine Regierung zu bilden davon. Die Dinge haben sich also gewaltig verändert im Vergleich zur Entwicklung der 90er und noch vor 99. Eine fünfte Welle ist mit der Eurokrise, der sogenannten Eurokrise verbunden, die im Grunde eine Banken- und Finanzmarktkrise war, eine Staatsverschuldungskrise, eine Wettbewerbskrise. Und das hat zu entsprechenden Reaktionen geführt. War kein Unionsvertrag möglich war und bis heute nicht möglich ist, gibt es völkerrechtliche Verträge, die offenstehen für andere Mitglieder, wie der Europäische Stabilitätsmechanismus, der Fiskalpakt, die Bankenunion, etc.
Eine sechste Renationalisierungswelle kann man mit der Flüchtlingskrise festhalten. Ich würde sagen, dass diese Krise mit einzubeziehen ist, durch eine, wenn man so will, überforderte nationalstaatliche Konstellation, die Flüchtlingskrise, auf der einen Seite die insistente deutsche Forderung nach Aufnahme von Flüchtlingskontingenten, auf der anderen Seite die Verweigerungshaltung mittelosteuropäischer EU-Mitglieder bis hin zu Klagen, die sie beim Europäischen Gerichtshof eingebracht haben, gegen bereits getroffene Mehrheitsentscheidungen im Rat. Bis heute fehlt eine gemeinsame Asylpolitik, die an mitgliedstaatlichen Haltungen sehr gescheitert ist und nur zu einem vorläufigen Kompromiss geführt hat, nämlich entweder Flüchtlingsaufnahme, dosiert, je nachdem zu verhandeln, oder Finanzierung des Außengrenzschutzes. Sie sehen also, was der Gemeinschaftsmethode, der supranationalen Methode entgegensteht, nämlich Renationalisierungswellen als auch Widerstandsformation gegen entsprechende weitere Kompetenzen in Richtung europäischer Union. Ich komme zu dem letzten Kapitel. Einmal die Europäische Union als aus meiner Sicht bleibendes Europäisierungsprojekt und als Gegenmodell zur Renationalisierung auf innereuropäischer Ebene, zur außereuropäischen Ebene komme ich dann. Die Europäische Union versteht sich nach wie vor als Lebensprojekt, und wenn es dann oft heißt, naja, die jüngere Generation kann ja mit dem Thema Frieden kaum mehr etwas anfangen, das betrifft noch die älteren Generationen, die den Zweiten Weltkrieg noch in Erinnerung haben oder die Folgen des Zweiten Weltkriegs, dann würde ich aber sagen, das EU-Projekt bleibt ein Friedensprojekt. Denken Sie nur an die Nachbarschaftsregionen. Denken Sie nur an die Nachbarschaftsregionen. Denken Sie auch an den sozialen Frieden. Denken Sie auch an den Finanzfrieden, der zu verhandeln ist. Also die Mittel, die man integriert, die man zur Verteilung bringen soll. Die EU ist also nach wie vor ein Friedensprojekt. Das stellt sich aber anders dar als noch in den 50er Jahren. Die EU dient weiter zur Befriedung des europäischen Nationalstaates. Sie dient weiter zur Einhegung des Nationalismus, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa der Mitgliedstaaten, unter Verweis auf Demokratie, Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit. Allerdings ist auch interessant zu wissen, dass der EU-Vertrag von Lissabon sich ausdrücklich auch für den Schutz der nationalen Identitäten ausspricht. Also das ist anerkannt auch aus Sicht der Europäischen Union. Die Europäische Union trägt darüber hinaus auch Züge einer Verantwortungsgemeinschaft. Für die Lebensverantwortung, auch für die Forschungsverantwortung, für die Vermittlungsverantwortung und viele andere Verantwortungen. Wie weit sie der Zuwanderungsverantwortung entspricht, bleibt zu diskutieren. Jedenfalls hat sie Wirtschafts- und Handelsverantwortung, sie hat Währungsverantwortung. Und nicht zuletzt hat sie auch Klima- und Umweltverantwortung. Wenngleich ganz generell für alle Verantwortungsbereiche noch nicht alle nötigen Kompetenzen vorhanden sind und eben auch nicht verfügbare Mittel vorhanden sind. Aber was spricht für die EU als Europäisierungsprojekt und Gegenmodell zur Renationalisierung? Die Absage an Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus, das Bekenntnis zur religiösen Toleranz, die Vermeidung eines expliziten Gottesbezugs, um ja nicht hier einen Konfliktstoff entstehen zu lassen. Mit Blick auf die drei monotheistischen Weltreligionen, sondern zu sagen, man bezieht sich auf das geistig-kulturelle Erbe und das religiöse Erbe. Und zum religiösen Erbe Europas gehören alle drei monotheistischen Weltreligionen, Offenbarungstheorie, die Ausschließlichkeit. Zweitens, der Integrationsfriede besteht im Binnenmarkt, in der Einheitswährung, und das sind, wenn Sie mich fragen, die Kernelemente des Zusammenhalts dieser Europäischen Union. Binnenmarkt und Einheitswährung. Wenngleich nicht für alle EU-Länder, aber immerhin für die Mehrheit, nicht nur eins. Wobei die verstärkte Wirtschaftsintegration in Ballungsräumen auch zu Desintegrationsentwicklungen in Randbereichen und Nachbarschaftsregionen Europas führen kann. Daher gibt es Kohäsions-, Regional- und Strukturfonds. Drittens ist der soziale Frieden von Bedeutung. Wie weit hier die Europäische Union die Möglichkeit und Mittel hat, ist mehr als fraglich und bereit zu diskutieren. Migration. Ist es nicht längst an der Zeit, auch einen Migrationsfrieden herzustellen? Einen Migrationsfrieden zwischen und innerhalb der EU-Staaten durch eine gemeinsame Asylregelung. Gleichwohl man sagen muss,
es zum Asylrecht materiell und verfahrensrechtlich ausreichende Vorgaben für die nationalen Rechtssysteme gibt. Die Qualität des Asylverfahrens ist aber noch nicht einmal das große Problem, sondern Dublin. Das Dublin-Zuständigkeitsmodell, wobei ein automatischer Verteilungsmechanismus das grundsätzliche Problem als solches nicht löst und den primären Anlaufstaaten Anreize zur Grenzkontrolle nimmt. Nach dem Motto, weitergehen, durchziehen. Fünftens, der Finanzfrieden, ich habe ihn schon angesprochen, für die Bewältigung all dieser vielen Aufgaben braucht es immer einen Finanzfrieden unter den Mitgliedstaaten, die bei einem fortbestehenden, zeitlich stets befristeten Budgetrahmen nur bedingt und zeitweise herstellbar sind, angesichts der eingeschränkten Fähigkeit zur Mobilisierung eigener Ressourcen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Hat diese Europäische Union genug Ressourcen, die sie mobilisieren kann, um die Aufgaben und Erwartungen zu erfüllen, die an sie gerichtet sind? Die Fähigkeit zur Mobilisierung eigener Ressourcen. Wie sieht es da aus mit den Budgets der Nationalstaaten und dem Budget der EU? Große Diskrepanz. Ich komme zum Thema, die EU als Europäisierungsprojekt im Gegenmodell. Zunächst nochmal hier die Punkte Migrationsfrieden, Finanzfrieden auf der äußeren Ebene, auf der nachbarschaftlichen globalen Ebene. Die Europäische Union, meine Damen und Herren, ist mehr als ein europäisches Projekt. Die Europäische Union besitzt Weltbedeutung auf der Ebene des Handels, der Handelspolitik. Die Außenhandelspolitik ist, wie gesagt, nur Teil der EU-Außenpolitik, sondern stützt diese auch deutlich stärker, als dies bei Nationalstaaten der Fall ist. Und vergessen wir nicht Erweiterungspolitik. Es wird immer davon gesprochen, zu Recht, dass die Europäische Union noch keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat. Was nämlich das Problem der Europäischen Union ist und das Problem der nationalstaatlichen Retropositionen und unilateralen Vorstellungen. Aber die Erweiterungspolitik ist, wenn Sie mich fragen, auch EU-Außenpolitik gewesen und ist, wenn Sie sich die Süderweiterung anschauen mit Griechenland, Spanien und Portugal und auch mit der Befriedung des sogenannten Balkans, also Südosteuropa, keine Sache, die man so niedrig hängen sollte, sondern die man sehen sollte als ein Befriedungs-, als ein Stabilisierungsprojekt, auch als Teil einer erfolgreichen, wenn man so will, Außenpolitik. Erweiterungspolitik als Außenpolitik, allerdings mit Grenzen, die sich jetzt sicher auch einzuwenden vermögen. In dem gemeinsamen Rechtsbestand, dem Communautaire, besitzt die Europäische Union über engere nationalstaatliche Territorien hinausgehend grenzüberschreitend integrativ wirkende normbildende Kraft. Das europäische Unionsrecht wird studiert auch außerhalb der Europäischen Union und wird eingehend auch überlegt als Inspirationsquelle. Der Euro, wie schon erwähnt, ist die zweite Währung auch in Ländern, die nicht dem Euro angehören, Ländern, die nicht der Europäischen Union angehören, wird der Euro verwendet in Nachbarschaftsräumen. Diese europäische Einheitswährung ist daher mehr nur als eine europäische Binnenwährung. Sie ist eine globale Währung, sie ist eine Devisenanlage, eine Reserve und eine Transaktionswährung. Kommen wir zum Punkt 4, mit Blick auf die Europäische Union als Europäisierungsprojekt und Gegenmodell zur Renationalisierung auf nachbarschaftlicher und globaler Ebene. Wie gesagt, die EU ist Rechtspersönlichkeit durch den Lissabon-Vertrag. Sie hat einen eigenen europäischen Außendienst, sie hat einen eigenen hohen Beauftragten für die Außen- und Sicherheitspolitik. Immerhin, auch wenn das in Möglichkeiten abhängig von der Zustimmungsfähigkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und nicht zuletzt sollten wir erwähnen, dass die Europäische Union mit der Grundrechtecharta, die mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist und Anhang des Lissabon-Vertrages ist, einen Beitrag auch für die Universalisierung von Grund- und Menschenrechten leisten kann. Ich komme zum Fazit und dann auch zur Diskussion. Was können wir als Fazit festhalten? Angesichts der Corona-Krise kann für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten Folgendes festgehalten werden, nämlich, dass eine Unterschätzung des Ausmaßes der Pandemie gegeben war, verspätete Reaktionen einsetzen und die Vorbereitung auf die Bewältigung dieser Krise zunächst nicht oder schlecht vorhanden war, ebenso auch nur unzureichende Folgenabschätzungen. Die Mitgliedstaaten beschlossen zunächst eigenwillig, wenn man so will, nationalstaatliche Souveräne
Entscheidungen durch Grenzschließungen unabgestimmt im nationalen Parlament. Die Kommission eilte verspätet hinterher und mahnte im Nachziehverfahren mit Impulsen, Initiativen, die Nationalstaaten zum gemeinschaftlichen Vorgehen. Der Glanz der vermeintlichen Sternstunde nationalstaatlicher Souveränitätsdemonstration begann rasch zu verblassen, als im April und Mai die Einsicht um sich griff, dass ein Rückzug in das nationale Schneckenhaus nicht, sondern nur auf europäischer Ebene ein gemeinschaftliches Vorgehen wirklich effektiv weiterhelfen würde. Nur gemeinsam mit den europäischen Institutionen, Europäische Zentralbank, Europäische Investitionsbank in Luxemburg und der Kommission konnten die sogenannten Herren der Verträge, wie sie die Mitgliedstaaten nämlich auch selbst bezeichnen, nach einigen Wochen der einzelstaatlichen Maßnahmen einen Ausweg aus der Krise sich vorstellen. Es wurden einmalige Hilfsmaßnahmen in bis dato unvorstellbaren Milliardenbeträgen als Kredite und Zuschüsse vereinbart, wobei erstmals in der Geschichte der Europäischen Union diese Union auch eine Verschuldung entsprechend sich leisten kann. Und was das für Folgen hat mit Blick auf die Architektur der Europäischen Union, mit Blick auf die Finanzarchitektur, wird noch spannend zu verfolgen sein. Fakt ist, diese gewaltige Verschuldung wird der nächsten Generation aufgebildet. Das Ganze läuft in den netten Titel Next Generation EU. Das sind alles immer ganz netter, sondern sie hatten schon so aus dem Deutschland artikuliert. Das heißt, dass das natürlich auf das Konto der nächstfolgenden Generation gehen wird. Angesichts der offensichtlich erkennbaren Defizite, der führungsspezifischen Defizite, im Februar, März und April 2020, der organisatorischen Mängel und der strukturellen Schwächen bei der in den ersten Wochen einsetzenden Krisenbewältigung, bei dieser Pandemie, die eben grenzüberschreitend, transnational, überstaatlich und eben global wirkt, wurde sehr deutlich, dass es nur auf gemeinschaftlicher Unionsebene und in einer globalen Regelung eine Chance gibt, diesen, wie es August Bardetto nennt, multiplen Organversagen entgegenzuwirken und im nationalstaatlichen Rahmen hier keine ausreichenden Möglichkeiten waren, dieser Sache eben Herr zu werden. Covid-19, meine Damen und Herren, hat eines gezeigt: die aktuellen Notwendigkeiten von Weltpolitik, Weltordnungspolitik und von Weltfähigkeit. Und die Frage ist: Ist diese Europäische Union weltfähig? Ein Wort, das von Ludger Kühnmann stammt, einem geborenen Politikwissenschaftler: Ist diese Europäische Union weltfähig? Ist sie weltpolitikfähig? Von weltführungsfähig will ich nicht reden. Das wäre nicht überheblich, aber von weltfähig, von weltpolitikfähig. Wenn die einzelnen Akteure schlichtweg überfordern den Wandel der Verhältnisse im Bereich der internationalen Entwicklungen, ist mit Covid-19 weltweit zu beobachten gewesen und die Schlussfolgerungen sind zwingend. Stärkerer wissenschaftlicher Austausch, substanzielle zu fördernde Forschung im Bereich Gesundheit, Medizin, mehr zuverlässige Informationssysteme. Wie kann es sein, dass nur ein Geheimdienst, nämlich der amerikanische Geheimdienst, schon wusste, was sich da von Wuhan aus anbahnen würde im Dezember 2019? Nur hatte der amerikanische Geheimdienst, CIA, nicht einen Präsidenten, der entsprechend aufnahme- und lernfähig war. Aber was war mit einem europäischen Geheimdienst? Gibt es einen solchen überhaupt? Ja, also Informationssysteme. Stichwort stärkerer Multilateralismus. Auch eben mehr Unabhängigkeit für internationale und supranationale Organisationen. All das zeigte sich in aller Deutlichkeit durch Covid. Die Frage der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Was bedeutet all dies mit Blick auf die Zukunft? Die Lenkung, Regelung und Überwachung der Vergabe und Zuweisungen der Mittel des Wiederaufbaufonds für Corona-geschädigte Mitgliedsländer ab diesem Jahr wird zeigen, ob überhaupt und wie dieser hochkomplexe Verteilungsprozess im Rahmen der bestehenden EU-Institutionen zu bewerkstelligen ist und überhaupt funktionieren kann. Und damit stellt sich weiterhin die spannende Frage, auch mit Blick auf Souveränität und Supranationalität,
wie sich dieses Spannungsverhältnis, wie sich dieses Verhältnis weiter gestalten und lösen wird. Ich schließe mit einem Wirtschaftshistoriker, Alan Millward, der einmal gesagt hat, die Idee der westeuropäischen Integration sei im Kern gewesen, den europäischen Nationalstaat wieder aufzubauen. Er nannte das the European Rescue of the Nation State. Das meinte er für die 50er Jahre. Also die Idee der europäischen Integration bestand darin, mit Hilfe der westeuropäischen und europäischen Integration den am Boden liegenden Nationalstaat wieder aufzupäppeln. Also die Integration als Mittel zum Zweck. Wenn diese These stimmt, und ich halte sie für nach wie vor sehr gültig, wird man sich überlegen müssen, wie sich das heute darstellt, der europäischen Integration nach 1999, der Integrationsgeschichte nach dem Lissabon-Vertrag von 2009. Ich würde sagen, dass die These von Millward abgewandelt werden kann, den man Millward als Pionier der europäischen Integrationsgeschichte bezeichnen kann. Ich würde seine These abwandeln und würde sagen, es geht heute um die europäische Bewahrung des Mitgliedstaates, der mittlerweile schon europäisiert ist, in einer gefestigteren EU, die weit mehr ist als die Montanunion der 50er Jahre, eben in Zeiten der Globalisierung. Also, es bleibt weiterhin das Mittel zum Zweck, in dem Fall die Behauptung und Bewahrung des europäisierten Mitgliedstaates in der EU in Zeiten der Globalisierung. Und damit würde ich es auf Englisch formulieren, the European preservation of the nation state or the member state within a solidified European Union in times of globalization. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, und jetzt bin ich Moderator in eigener Sache. Ich freue mich auf Ihre Fragen, die Sie bitte vorstellen wollen. Und so gesehen können wir dann auch auf das sehr komplexe Thema einzugehen versuchen, mit Blick auch auf Bezug aktueller Fragen. Herr Beining steht bereit. Die Mikros müssten eigentlich auch hier sein. Wenn Sie nicht hier sind, müssen Sie bitten, wir haben eine neue Installation, hier ist uns auch vieles neu. Einen schönen Koffer, kann man den öffnen, kann man auch reinschicken und die Mikros. Nein, also bitte dann laut aktivieren Ihre Fragen. Ich bin gern bereit auf alle möglichen Fragen, soweit ich das kann, weil es meine Kompetenzen nicht übersteigt, ihn zu beantworten. Bitte. Sie hatten ja darüber gesprochen, ist Europa weltpolitikfähig? Ja? Und Ihnen sagt dann eigentlich Einrichtungen. Und mich würde es eigentlich interessieren, weil ich habe normale Probleme, dass ich das nicht möchte, aber wenn ich das sehe, wie Europa auf der einen Seite die EU als ein großes Ganzes darstellen würde, eine ganz einzelne Staaten, auf die EU als eine festbare Organisation, gemacht hat, und wie weit dann auch die Staaten bereit sind, die EU wirklich in Grenzen zu finden. Also, nationale Interessen ein Stück weit nach hinten zu schieben, wenn es darum geht, ich sage jetzt mal, irgendwelche Fabriken zu bauen oder Entwicklungen voranzutreiben, dann ich sage, erstmal hier, dann einfach mal gucken, wo ist es wirklich dringender. Ja? Und kann man sich das vorstellen, dass das irgendwann passiert, weil ohne diesen Gedanken, die EU einfach immer gut war. Jetzt haben wir mal bitte nächste Frage, das ist eigentlich national gestärkt, das nationale reduziert werden. Weil man die Region Also inwieweit sehen Sie es als realistisch an, dass die EU, wenn wir jetzt über, also in Verbindung zu Nordafrika, wenn wir über den Asylfrieden reden, wie groß ist der? Drei Fragen. Die erste Frage berührt das Thema Weltfähigkeit, Weltpolitikfähigkeit, Interessenbarkeit. Die EU als Ganzes, Fragezeichen. Das zweite war eine kurze Stellungnahme. Eigentlich müsste man das Supranationale doch vor den Nationalen stellen. Und das letzte berührt die Frage Asylfrieden. Nochmal zur Klarstellung. Ich habe die Frage gestellt.
ist diese Europäische Union weltfähig, weltpolitikfähig? Und ich sage nach derzeitigem Zustand, jein bis nein. Sie ist es nicht, solange sie nicht unter den Mitgliedstaaten einen konsensfähigen, verbindlichen Wertekern für sich gewinnt. Und wenn dieser Wertekern in Frage gestellt wird, und das ist derzeit der Fall, dann werden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt. Solange dieser Wertekern nicht Konsens ist, können Sie von europäischer Souveränität nur träumen. Davon sprach Emmanuel Macron in der Sorbonne-Rede von 2017, vor 4 Jahren, auf die es keine substanzielle deutsche Antwort gegeben hat, bis heute nicht. Und die er in verschiedenen Reden immer wieder vorgeschlagen hat. Europäische Souveränität, ja? Wie soll es überhaupt gehen mit einer supranationalen Kommission? Oder soll hier Supranationalität, europäische Souveränität erzeugen? Also, wir nennen das einen Preis. Was heißt das eigentlich genau? Ist offengekündigt. Von der Leyen präsentierte die Europäische Kommission bei ihrem Amtsantritt 2019 als geopolitischer Akteur, als geopolitische Kommission. Was das heißt, weiß ich bis heute nicht. Offen gesagt. China, die Volksrepublik China, wurde noch vor von der Leyen im EU-Sprech als systemischer Rivale bezeichnet. Systemischer Rivale. Was das genau heißt, kann ich mir vorstellen. Was aber das für Folgen hat und was daraufhin die Europäische Union unternimmt, ist fraglich nebulos. Es gibt strategische Partnerschaften auch mit der Volksrepublik China, aber jetzt ist seit einigen Jahren von China als einem strategischen Rivalen die Rede. Es sind alles jetzt Zitate, europäische Souveränität, geopolitische Kommission, strategische Autonomie war noch ein weiterer Begriff, systemische Rivale, alles sehr markige, sehr deutliche Stellungnahmen, Positionen, aber was dahinter steckt, Frage der Umsetzung, welche Strategie, bleibt offen. Das heißt, diese Europäische Union ist nach derzeitigem Stand nicht weltpolitikfähig. Sie ist im hohen Grade abhängig von der Präsenz der NATO. Und ich sehe zur NATO mit der Hauptmacht USA keine derzeit erkennbare Alternative. Es gibt Bestrebungen neben der NATO, mit der NATO etwas zu entwickeln, aber das ist alles im embryonalen Zustand. Wie weit ist diese Europäische Union erpressbar? Das sehen Sie am Beispiel der Türkei. Das sehen Sie am Beispiel der Politik, die Recep Tayyip Erdogan betreibt. Er hat Millionen von Flüchtlingen aufgenommen aus Syrien, aus den Krisengebieten. Und es regt sich mittlerweile auch schon Widerstand innerhalb der Türkei mit Blick auf diese vielen Menschenmassen, die man versorgen und unterbringen muss. Und Recep Tayyip Erdogan hat zu Beginn des Jahres 2020 durch ein kurzes Schleusentor öffnen mit Blick auf die Situation in Griechenland gezeigt, welchen Hebel er in der Hand hat. Diese Europäische Union hütet sich allzu sehr, die Türkei zu kritisieren, aufgrund von Veränderungen im politischen System der Türkei, durch ein Präsidialsystem, durch die Frage auch von Rechtsstaatlichkeitsinkompatibilität, ich bezeichne es mal so, die Türkei allzu heftig zu kritisieren. Wenn Sie mich fragen, hat Herr Erdogan seinen guten Teil der Europäischen Union stark in der Hand, durch das Faktum, dass Millionen von Flüchtlingen dort versorgt, untergebracht und entsprechend zum Teil auch schon integriert werden. Aber was passiert, wenn er das nicht tun will? Die Europäische Union wehrt sich gegen Erpressungsversuche gegenüber von Seiten Russlands. Und hier ist man offensichtlich deutlicher und schärfer in der Kritik gegenüber den Verhältnissen in Russland. Stichwort Nawalny, Stichwort Verhinderung von wirklich freien Wahlen, Zulassung auch aller möglicher kandidierender Parteien. Hier ist man offensichtlich deutlich. Im Fall der Türkei ist das weniger. Das alles zeigt unterschiedliche Maßstäbe, Doppelbödigkeit, keine klare Linie, weil auch ein
geschlossener, einheitlicher Wille fehlt. Das ist das Problem. Und das Urproblem, also die Ursünde, ist, dass man offensichtlich keinen Wertekernkonsens, keinen Wertekernkonsens hat. Diese Europäische Union ist also zum Teil auch erpressbar, in der Tat. Und das hat sich ja auch schon angedeutet in der Präsidentschaft von Donald Trump, in dem er unverhohlen schon vor seiner Wahl gesagt hat, dass die NATO so nicht mehr weiter bestehen kann, Druck ausgeübt hat, zum Teil mit guten Argumenten, dass die Europäer nicht in dem Maße zum Verteidigungshaushalt der NATO beitragen, etc. etc. Also hier sehen Sie die Dilemmata, die sich hier auftun. Und da sind wir noch lange nicht bei der Frage Supranationalität, Nationalstaatsprinzip. Es ist das, denke ich, auch das wenn man so will, Urübel der Europäischen Union. Die Europäische Union ist eine Gründung von Nationalstaaten. Das darf man nicht vergessen. Es sind Nationalstaaten gewesen, die diese Europäische Union gegründet haben. Und sie haben sich auch immer vorgestellt, dass das von innen ausgegangen ist. Sie nennen sich auch die Herren der Verträge. Nur mit der Zeit war deutlich, dass dieser Nationalstaat, diese Mitgliedstaaten nicht mehr das klassische Souveränitätsmodell verwirklichen können in einer Welt, die sich immer mehr und mehr diversifiziert hat und immer stärkere Abhängigkeitsverhältnisse erfahren hat. Man hätte eigentlich klugerweise schon in die Geschichte zurückschauen können. Während Thomas Hobbes und Jean Baudin noch von absoluter Souveränität ausgegangen sind, in der Theorie, hat schon Gottfried Wilhelm Leibniz gesagt, die Realität besteht aus geteilten Souveränitäten. Er hat das Heilige Römische Reich studiert und hat festgestellt, es ist nicht mehr der Kaiser, der alle Souveränität hat. Nein, es sind die Kurfürsten, die ihn wählen. Wahlkapitulation. Sie haben also schon durch die verschiedenen Strukturen des Sacrum Imperium, des Heiligen Römischen Reichs, Sacrum Imperium Romanum, klar empirisch erkennen können, dass es in Europa so etwas gibt wie geteilte Souveränität. Und das, was in der Europäischen Union derzeit sich darstellt, das sind geteilte Souveränität. Ich habe es ja ausgeführt, für welche Kompetenzen die Europäische Union steht und für welche noch der Nationalstaat. Der Nationalstaat steht nach wie vor für die Kompetenz der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ein Punkt, für die Sozialpolitik und, vergessen wir das nicht, für die Steuerpolitik. Und solange das Steuerrecht, die Steuerpolitik Teil der nationalstaatlichen Souveränität ist, solange steuert es der Nationalstaat, der Mitgliedstaat und nicht der Europäische Union. Und ohne Steuer können Sie bekanntlich nicht steuern. Das heißt, das ist das eigentliche Problem, was ich angesprochen habe, mit der Fähigkeit der Mobilisierung eigener Ressourcen. Und solange diese Mittel nicht vorhanden sind, werden wir es mit einem Stückwerk zu tun haben, auch in einer Art Flickenteppich, mit ständigen Kompromissen und Aushandlungsprozessen. Wie also sich Macron die europäische Souveränität vorstellen will, kann ich mir nur so vorstellen, als Nationalfranzose, État-Nation, Grandeur, Prestige, La Nation, an der französischen Armee wird nichts geändert. Das bleibt die Force de Frappe, konventionell und nuklear. Aber was er will bei der Konfliktbewältigung, bei der Krisenprävention, will er eine stärkere europäische Beteiligung haben, weil er das alleine offensichtlich nicht mehr wuppen kann. Mali alleine schwierig. Von anderen Regionen der Welt will ich gar nicht reden. Und da will er offensichtlich ein Sharing, ein Poolen von verschiedenen nationalen Kompetenzen, Potenzialen, mitgliedstaatlichen Potenzialen und Ressourcen. Wie das aber immer gehen soll, in Deutschland, wo wir eine Parlamentsarmee haben, wo der Bundestag entscheidet über ein Mandat, einen Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr, während in Frankreich der Präsident entscheidet. Ohne Assemblée Nationale, wie das alles zusammengehen soll, mit sehr unterschiedlichen Verfassungstraditionen, nationalstaatlichen Kulturen, haben wir schon wieder das nächste Problem, die nächste Frage. Also wie europäische Souveränität? Wenn, dann geht es nur mit europäischer Supranationalität, und damit drehen wir uns im Kreis. Asyl, Friede, ein schönes Wort, ich habe Migrationsfriede gesagt, geht solange nicht die Mitgliedstaaten bereit sind, sich zu einer gemeinsamen Asylregelungen zu deklarieren. Das ist nicht der Fall, obwohl die Kommission x Vorschläge, Initiativen unternommen hat. Solange das an mitgliedstaatlichen Reserven
Asylregelung scheitert, wird es nicht möglich sein. Schauen Sie, wenn Sie in Ungarn Asyl beantragen wollen und Sie können das nicht an der Grenze tun oder in Ungarn selbst, da kommen Sie halt rein, sondern müssen verschiedene Botschaften Ungarns ansteuern, um dorthin zu kommen. Um dort einen Asylantrag zu stellen, ist das unmöglich. Und man kann es auch, wenn Sie mich fragen, der Regierung in Ungarn nicht ganz verdenken. Wenn wir historisch ein bisschen zurückschauen, werden wir feststellen, das ist jetzt sehr weit hergeholt vielleicht für manche, das Osmanische Reich stand ja schon mal weit, schon an der Nahtstelle zu Mitteleuropa. Ich war jetzt unlängst in Wien, am Kahlenberg, da gibt es ein großes Denkmal, das erinnert an Jan Sobieski und die Abwehr der zweiten Türkenbelagerung im Jahre 1683 in Wien. Zu der Zeit war Budapest bereits fast 150 Jahre unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Sollte man nicht ganz vergessen. Die Geschichte ist da, sie ist wirklich. Und das Problem, das wir haben mit den Ministerpräsidenten in Ungarn und in Polen, sie sagen, wir sind gewählt, wir sind demokratisch gewählt. Was zählt nun mehr? Das EU-Recht auf überstaatlicher, übergeordneter Ebene, das würde ja eigentlich schon zählen. Rechtsstaatlichkeit ist ein Vertragsbestandteil, Artikel 2, des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Alle Mitgliedstaaten der EU haben sich verpflichtet, mit ihrem Beitritt auch das gesamte EU-Recht zu akzeptieren, die Verträge und damit auch Artikel 2, Rechtsstaatlichkeitsprinzip, Frage von Gerichten, Einsetzung von Richtern und so weiter. Aber beim Asylrecht ist das schon schwieriger, weil das Asylrecht ist eben nationalstaatliches Recht und nur bedingt durch Schengen und Dublin, das ist ein Problem, das habe ich angesprochen, gemeinschaftlich bisher geregelt, unzulänglich geregelt. Wenn Sie sich anschauen, der Lissabon-Vertrag ist im Jahr 2009 in Kraft getreten. Was hatten wir in der Zwischenzeit? Banken, Finanzmarkt, Staatsverschuldungskrise, Flüchtlingskrise als Ausdruck einer weltweiten Migrationsproblematik, Pandemie. Dafür gibt der Vertrag gar nichts mehr her. Der Vertrag ist von 2009. Wir bräuchten längst wieder eine neue vertragliche Regelung, nur die kommt nicht zustande. Solange Sie sich die politischen Landschaften anschauen, wie ich gerade von Österreich reden und der Europapolitik, die keine dort ist, bisher nicht jedenfalls. Und meines Erachtens nach auch Leuten, das kannst du nicht eine substanziell andere Gruppe sein. Aber da ist das sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Es gibt zwar jetzt diese Diskussion, Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union. Es gab in der Zwischenzeit etliche Initiativen. Die Lösung waren bisher völkerrechtliche Verträge, die die einzelnen Mitgliedstaaten unter sich geschlossen haben, offen für weitere Mitglieder, das war bei Schengen übrigens von Anfang an so. Schengen war eine Benelux-Vertragsvereinbarung, der sich Frankreich unter Mitterrand und die Bundesrepublik Deutschland unter Kohl angeschlossen haben. Und dann wurde es für andere Mitgliedsländer auch so interessant, sich an diesem grenzkontrollfreien Regime anzuschließen, dass man diese völkerrechtlichen Verträge in das Unionsrecht überführt hat. Stichwort Vertrag von Amsterdam 1997, in Kraft 1999. Für den Fiskalpakt gilt das ja auch. Das sind die 19 Euro-Länder Mitglied und zum Teil auch schon Länder, die nicht dem Euro angehören, die sich auch anpassen und orientieren wollen in dieser Entwicklung. Und möglicherweise wird auch mal der Fiskalpakt Teil eines neuen Unionsvertrages, dafür brauchen wir einen neuen Unionsvertrag. Sollen wir den nicht haben, die völkerrechtlichen Verträge, die einmal Gemeinschaftsrecht werden können, völkerrechtliche Verträge zunächst mal bleiben. So weit, so gut zu Ihren Fragen. Meine ausführliche Antwort, Herr Dohl. Ich habe noch eine Frage, und zwar, welche Rolle spielt momentan, aber könnte auch in einer späteren weitergedachten Supranationalität, der Unterschied zwischen föderal geführten Staaten und zentral geführten Staaten dann liefern? Zum Beispiel halt in Deutschland die föderale Union und in Frankreich das zentral geführte Land. Da gibt es ja auch wieder so eine Spannung, wenn man dann weiterdenkt in der Supranationalität, auch in den Ansichten. Ist angekommen. Bitte, Sie als Nächster. Inwieweit sehen Sie die Gefahr einer weiter auseinanderdivergierenden Europäischen Union mit Deutschland, Frankreich und anders ähnlich denkenden Staaten auf der einen Seite und insbesondere den weiter erstarkenden Visegrad-Staaten auf der anderen Seite? Erstens, wie sehen Sie die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Union dahingehend? Insbesondere auch hinsichtlich der Entscheidungsmacht
die Visegrad-Staaten zunehmend haben. Man denke einerseits an den verhinderten Manfred Weber oder zuvor noch Franz Timmermans, die ja mitunter auch mit Druck von Tschechien, insbesondere Polen und Ungarn, verhindert wurden als EU-Personalien. Föderale und zentralstaatliche Strukturen, binnenstaatlich, innerstaatlich werden greifen. Es ist nicht anzunehmen, dass sich Macron auf eine derartige innerstaatliche Reform einlassen würde. Das haben wir im französischen Selbstverständnis nach innen und nach außen nahezu unvorstellbar. Es sind Reförmchen möglich. Wenn Sie sich die Struktur anschauen, die klassische Struktur mit den Regionen, mit den Departements, den Präfekturen, den Subpräfekturen, das hat man schon etwas aufgeweicht und etwas stärker gebündelt. Aber an der zentralen Position von Paris wird sich nach meiner Ansicht nichts ändern. Nicht ebenso nicht an der föderalen, föderalistischen Struktur Deutschlands. Beides hat Vor- und Nachteile. In der Frage der Außen- und Sicherheitspolitik hat ein stärker zentralstaatlich organisierter Staat mit einer präsidialen Demokratie mehr Handlungsfreiheit und mehr Entscheidungsschnelligkeit für sich. Der Föderalismus bedingt teilweise komplizierte Aushandlungsprozesse. Wir müssen nur anschauen, wie schwer sich die Bundesländer getan haben, untereinander gemeinsame Regelungen für den Umgang mit der Covid-Krise zu finden. Das ist ja zäh gewesen. Unendlich zäh. Andererseits hat der Föderalismus auch den Wettbewerb zwischen den Bundesländern in Deutschland gefördert. Und Wettbewerb ist an sich nicht immer nur eine schlechte Sache. Also es hat solche und solche Seiten. Ich sehe auf absehbarer Zeit keine Perspektive, dass sich das ändern könnte. Und es sollte sich auch nicht ändern, weil es Teil der nationalen Identitäten auch ist. Und das wird von der Europäischen Union auch anerkannt und wird sogar als ausdrücklich schützenswert anerkannt, die nationale Identität zu respektieren. Also es geht nicht ohne dieses Wechselverhältnis zwischen nationalstaatlichen Interessen und gemeinschaftlichen Interessen. Und das Interessante ist, sowohl der Nationalstaat ist schon abhängig geworden von dieser Union und umgekehrt. Das heißt, man ist im Grunde nahezu, ja, man klingt das vielleicht dramatisch, auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Es ist insofern eine Schicksalsgemeinschaft zwischen dem Nationalstaat, der sich behaupten will in dieser veränderten Welt, wo ein Österreich, ein Luxemburg oder auch ein Frankreich mit Blick auf Indien, China, USA, Russland allein keine Chance mehr hat. Und umgekehrt braucht die Union die nationalstaatliche Unterstützung und die Mitte. Die Frage, die Sie stellen mit Blick auf ein mögliches Auseinanderbrechen der Europäischen Union, ist nicht einfach zu beantworten. Wir diskutieren das jetzt schon praktisch seit ja, mindestens schon 15 Jahren. Wenn Sie mich fragen, würde ich Folgendes antworten. Es gibt offensichtlich zwei Konfliktlinien, die sind zentral. Einmal gibt es eine Ost-West-Dissens-Situation in der Frage, wie geht man um mit Migration. Generell, wie geht man um mit den Fremden? In der Frage der Akzeptanz, der Aufnahme auch Fremder, Andersgläubige. Hat aber auch schon seine Grenzen erlebt in Frankreich und zum Teil auch in Deutschland. Willkommenskultur spricht übrigens schon seit geraumer Zeit kaum mehr ein Politiker, auch ein westeuropäischer Staat. Das soll auch mal hier festgehalten werden. Aber diese grundsätzliche Konstellation existiert. Es existiert der kalte Krieg nicht mehr, aber der eiserne Vorhang in den Köpfen, in den Mentalitäten, in den Kulturen. Und wenn Sie mich fragen, geht dieser eiserne Vorhang kulturell gesehen nach wie vor durch die Mitte Europas, mitten durch Deutschland, wo sie auch unterschiedliches Wählerverhalten haben, unterschiedliche politische Werte, Prioritäten haben, Wertekonstellationen haben, im Osten Deutschlands, sage ich jetzt mal etwas allgemeinert, im Vergleich zum Westen Deutschlands. Zweitens gibt es eine zentrale Konfliktlinie in der Regelung des Eurosystems, der Eurozone, zwischen Nord- und Südländern. Und hier gibt es Differenzen mit Blick auf Portugal, Spanien, Griechenland, Italien auf der einen Seite und den Nordeuropäern, wenn man so will, dazu zähle ich die Finnen, zu den Nordeuropäern zähle ich nicht die Niederlande, sondern die Westeuropäer, Niederlande, Finnland,
Dänemark, Deutschland, Österreich, die eine andere Position haben im Eurosystem. Und dieser Konflikt, diese Konfliktlinie widerspiegelt sich in der Debatte um die Frage der Corona-Wiederaufbauhilfen, wo ein Streit entbrannt ist zwischen wie viel Zuschüsse und wie viel Kredite. Das haben wir erlebt im Jahre 2020, wo sich Mark Rutte mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, dem Gewesenen, darf ich sagen, der derzeit nur zur Seite und nicht zurückgetreten ist, mit Dänemark, Niederlande, in Finnland sich zusammengeschlossen hat, also die sparsamen Vier, wie sie sich nannten, Dänemark, Schweden, Österreich, Finnland, Niederlande, Finnland kam unter Zugang nach 5, die dann immerhin für sich behaupten konnten, eine Verschiebung der Anteile etwas mehr zu Krediten und weg von den Zuschüssen. Diese Konfliktlinien sind vorhanden, unbestritten. Die Visegrad-Länder sind eine sehr interessante Konstellation. Wir sollten nochmal zu diesem Thema einen Vortrag hier organisieren. Das sind die sogenannten V4, also Visegrad-Länder, dazu zählt Polen, dazu zählt Ungarn und die Republik Slowakei und Tschechien. Das ist eine frühe Gründung, die Central European Free Trade Association, wie sie sich nannte, hat sich schon nach der Eröffnung des Ostens formiert. Nicht als Gegenmodell zur Europäischen Union und zur zukünftigen zu erwerbenden Mitgliedschaft, aber als eine daneben bestehende Formation, sich regelmäßig abzusprechen und sich entsprechend auch zu behaupten. Diese Länder gehören aber noch nicht alle dem Euro an. Da sind sie nicht, sozusagen bilden sie keine Einheit. Sie gehören aber alle schon der NATO. Sind alle NATO. Und damit sind sie sicherheitspolitisch eine Einheit. Es gibt hier natürlich enge Abstimmungen, Beispiel zwischen Polen und Ungarn, auch in der Frage Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Hier wird mit ungarischer, vice versa polnischer Solidarität zu rechnen sein, in der Behauptung der Frage nationalstaatlicher Interessen, nationalstaatlicher Souveränität. Ja, das ist zu erkennen. Und in dieser Konstellation muss die Europäische Union umgehen. Frage auseinanderbrechen würde ich so beantworten. Solange die Vorteile und die Nachteile einer Mitgliedschaft deutlich überwiegen, wird es keinen Brexit geben im Falle Ungarns und Polens. Zu stark abhängig ist man von den Hilfen, von den Mitteln. Und man darf eines nicht vergessen, es gibt nicht nur ein Orban Ungarn und ein Morawiecki Polen, es gibt auch ein anderes Ungarn, ein anderes Polen, es gibt eine nicht unbeträchtliche Zivilgesellschaft. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten und auch Jahren noch entwickeln wird. Es gibt eine jüngere Generation, die eine klar proeuropäische Tendenz hat. Und das, was sich da jetzt derzeit abspielt, ist eine Momentaufnahme, ist eine Zustandsbeschreibung. Sie ist prekär, weil es geht ums Eingemachte, es geht um den Wertekern. Und das wird noch spannend sein, welche Instrumente, welche Hebel hier zu nutzen sind. Zweifelsohne sind diese meines Erachtens nach nicht so stark, um entsprechend Veränderungen herbeizuführen, außer, das ist die Frage der Vergabe und Freigabe der Corona-Wiederaufbauhilfen und, was der Europäische Gerichtshof bereits klargemacht hat, Pönale. Und das ist pro Tag 1 Million Euro. Und die Frist läuft. Und das wird als Eingemachte geben. Geld hört sich bekanntlicherweise die Gemütlichkeit von der Freundlichkeit gar nicht so reden und die Gemütlichkeit wird sich dann. Das ist wahrscheinlich eine Dinge, die man sagen kann, auseinanderbrechen kann nicht wieder. Unwahrscheinlich. Wissen Sie warum? Weil es einen inneren Konsens gibt, und der ist aber fest. Stellen Sie sich vor, eine Europäische Union, die nicht mehr existiert. Welche Rolle spielt dann Deutschland? Das war eine ganz entscheidende Frage 1990. Wird Deutschland weiterhin ein verlässlicher Partner in der Europäischen Union sein? Wird dieses Deutschland weiterhin ein Motor sein dieser Europäischen Union? Und Helmut Kohl und Transdiplich Genscher, in dem Fall waren sie einer Meinung, sie waren in anderen Punkten nicht immer einer Meinung, auch in der Frage NATO-Mitgliedschaft des gesamten Deutschlands, aber sie waren sich in einem Punkt einer Meinung. Denn immer betont die deutsche Einigung ist die eine Seite der Medaille, die andere ist die europäische Einigung. Und stellen Sie sich mal vor, in Deutschland nicht eingebunden in dieser Europäischen Union. Das will niemand.
Und das wollen die Deutschen mehrheitlich auch nicht, weil sie wissen, dass diese Europäische Union für sie eine Erfolgsgeschichte gewesen ist und für Deutschland gilt, wenn man so will, abgewandelt ein kantianischer Satz des kategorischen Imperativs, das würde ich als kategorischen Integrationsimperativs formulieren: Du Deutschland, handle jeweils so, dass dein Agieren zum Prinzip einer allgemeingültigen, gemeinschaftlichen Europa, gemeinschaftlichen Prinzipienformation führen kann und es selbst davon auch profitieren und es keinen Nachteil davon erleiden, der dich so treffen wird, denn die Vorteile überwiegen die Mitgliedschaft. Daher halte ich das für eine theoretische Debatte, eine teilweise journalistisch motivierte Debatte, eine teilweise politisiert, nationalstaatlich motivierte Debatte, die von einem relativ verqueren, althergebrachten, traditionellen Souveränitätsverständnis ausgeht, das eigentlich gar nicht möglich ist, gar nicht denkbar ist. Eine Fiktion ist ein Idealtypus, ein theoretisches Konstrukt. Leibniz hat das schon erkannt, Jahrhunderte vor uns. Schlusswort. Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Kommen. Dann entschuldigen wir uns, dass wir nächste Woche hier einen Vortrag haben von einem geschätzten Kollegen, Christoph Eland, der die Frage stellt, war der Brexit vorhersehbar? Er meint, es gibt kultur- und mentalitätsgeschichtliche Perspektiven, die diese Frage eigentlich eindeutig beantworten helfen können. Nächste Woche gesund und kommen Sie gut nach Hause. Ich gebe uns die Programme der Obergespräche für Sie, wenn Sie noch welche brauchen, gerne bei mir. Dankeschön.